Jo Freunde, in diesem Video werde ich euch nun zeigen, wo ihr Sichlo finden könnt und wie ihr es dann zu Axanthor weiterentwickeln könnt. Und zwar begibt euch dafür zum Obsidian-Grasland und geht dann zum Baum Riesenkampffeld, also dorthin, wo ihr das erste Mal gegen den König Axanthor gekämpft habt. Nun, wenn wir weiter nach oben laufen, da benutzen wir mal hier am besten ein Reiter-Pokémon, dann geht es ein bisschen einfacher. Dann sehen wir hier gleich Sichlor. Hier sehen wir zum Beispiel eins. Und das dürfte sich sogar schon um das Alpha-Sichlor handeln, weil diesmal werden wir das Alpha-Pokémon fangen. Wir überrumpeln es mal. Oder doch nicht, es ist doch nicht das Alpha. Das Alpha müsste hier aber eigentlich auch irgendwo sein. So Leute, hier haben wir das Alpha. Es ist sehr, sehr riesig. Und wir überrumpeln es, oder? Okay, hat uns schon gefunden. Na gut, dann überrumpeln wir nicht. Und wir haben das Alpha-Sichlor gefangen, auf Level 42. Guckt mal, wie groß das Sichlor ist. Ach du heiliger Leute. So, aber wir werden jetzt nach dem Black Augurite-Item suchen. Denn nur dadurch kann sich Sichlor zu Axanthor weiterentwickeln. Freunde, wir haben einen Schatz gefunden und wir haben einen Torfblock. Ja, ein Torfblock. Den habe ich im letzten Video für dich gebraucht, Rosaluna. Jetzt hätte ich aber gerne das Item für Sichlor. Leute, wir haben einen Schatz, wir haben einen Schatz und wir haben ein... Meine Tasche ist voll. Ein paar Sekunden später. Wir haben das Item. Schwarzauge... Schwarzauge... Sprachen lernen. Schwarzaugit. Okay. Das ist das... Item, womit wir Sichlor weiterentwickeln können. Leute, wir haben es endlich gefunden. So, dann verschwinden wir mal hier, um aus dem Blickfeld von den anderen Pokémon zu gehen, damit die nicht mehr so hart Auge auf uns machen. Und dann fliegen wir einfach mal zu einem sicheren Ort hier zur Graslandbasis. Perfekt. So, Leute, dann haben wir jetzt endlich hier das Schwarzaugit. Ein glasähnlicher schwarzer Stein, der scharfe Kanten aufweist, wenn es zerbricht. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Wir setzen es ein. Und anwendbar auf Sichlor. Nanu, Sichlor entwickelt sich. Ich muss dazu sagen, Leute, ich habe auch wieder ein wenig Zeit gebraucht, also wieder mindestens eine halbe Stunde, um dieses Item zu finden. Also diese Items, die man auf Ursaluna finden muss, nehmt euch am besten ein wenig Zeit dafür. Vielleicht habt ihr auch Glück, aber ja, es kann auch länger dauern. Aber Glückwunsch, dein Sichlor hat sich zu einem Axanthor entwickelt. Endlich. Perfekt, Leute. Und da wir vorhin einen Alpha-Sichlor gefangen haben, schauen wir mal, wie groß dieses Axanthor jetzt sein wird. Los, Axanthor! Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Sichlor größer war, aber... Ansonsten ist eigentlich schon... ganz großes Ding, oder? Aber yo, Leute, ich hoffe mal, dieses Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Tutorials habt, wie ich Pokémon entwickle oder wie wir bestimmte Pokémon auch fangen können, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und um nichts mehr zu Legenden Arceus zu verpassen, abonniert doch gerne diesen Kanal. Aber dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video, Leute, und ciao!